Ja, hi. Wunderbärchen. Wir quatschen heute nicht lang dran rum und drumherum auch. Wir starten heute direkt weiter rein mit Planet Zoo. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Dementsprechend hallo YouTube und hallo Twitch. So, wir machen direkt weiter. Wir haben den letzten Zoo fertig gemacht. Den habe ich auf YouTube hochgeladen, den Rundgang. Wer es noch nicht gesehen hat, kann den da gerne anschauen. Und genau, es war der Riesenkrater Safari-Park. Wir gehen jetzt rüber in Mayas Seeinsel Zoo. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich glaube, wir hatten den auf leicht gemacht immer, ne? Oder habe ich dann schon einen Stern? Oder wie ist das? Warte mal. Habe ich dann direkt einen Stern? Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach so, nee, den hatte ich. Ach so, den kann ich in allen drei Varianten quasi wahrscheinlich abschließen, ne? Ah, ich verstehe. Okay, nee, ist egal. Dann machen wir erstmal leicht. Ja, moin auch an der Stelle, ne? So, gehen wir doch mal rein. Gucken, was die da von uns wollen. Wir sind die Superhelden, die brauchen schon wieder alle unsere Hilfe. Und ja. Sollte meine Nase ein bisschen verstopft sein, das ist einfach nur ein bisschen Staub. Bisschen Staub in der Nase. Hey du, setz dich besser. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Vor einer Woche ist Bernie in der Arktis verschwunden. Ich habe es gerade erst erfahren. Scheinbar war unser wunderbares Direktorium der Meinung, dass es besser ist, niemanden davon zu erzählen, solange die Suche noch läuft. Aber vor ein paar Tagen wurde die Suche eingestellt. Und sie haben ihn nicht gefunden, also haben sie ihn für tot erklären lassen, damit sie Bernies Zoos verkaufen können. Alles ist weg, von den Affen bis zu den Zebras. Sie haben nicht mal gewartet, bis Bernies Tochter Emma zurück war, bevor sie sich die Taschen vollgestopft haben. Sie haben das Unternehmen an einen schmierigen Hedgefondsmanager namens Dominic Myers verkauft. Der will mit den Zoos garantiert nur sein ramponiertes Image aufbessern. Naja, aber er ist jetzt ein neuer Boss. Meiner aber nicht, denn er hat mich gefeuert. Viel Glück. Ich weiß, du wirst dein Bestes geben und die Tiere beschützen. Das ist ja interessant. Ach, da bist du ja. Vorneweg. Es tut mir leid, dass wir uns unter diesen schrecklichen Umständen kennenlernen. Ich habe Benjamin, nein, Bernard, wirklich bewundert. Das weißt du vielleicht nicht, aber wir waren richtig gute Freunde. Deshalb wird es mir eine Ehre sein, sein Lebenswerk fortzuführen und die Leute dafür bezahlen zu lassen, dass sie sich die Tiere ansehen dürfen. Aber ich merke, du bist immer noch traurig. Vielleicht hebt das deine Stimmung. Ich beauftrage dich mit der Zoobereichsleitung. Das ist ein äußerst wichtiger Posten. Aber dein Gehalt bleibt gleich. Außerdem habe ich einen neuen Zoo gekauft, um den du dich kümmern wirst. Er braucht ein wenig Aufmerksamkeit, aber das schaffst du schon. Du musst nur dafür sorgen, dass die Tiere zufrieden sind, die dummen Demonstranten abhauen, der Zoo wächst und profitabel wird. Und wir einen Grizzlybären und einen sibirischen Tiger haben. Dann müssen wir noch eine kleine Inspektion überstehen und du wirst so viel Freizeit haben, dass du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Ah, und du musst Bärenforschung betreiben oder so etwas in der Art. Details habe ich vergessen. Okay, das ist echt unsympathisch. Wir machen direkt mal auf Stopp. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass es hier wahrscheinlich drunter und drüber geht. Habe. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Das läuft alles. Das läuft. Das läuft auch okay. Fantastisch. Okay, also. Für Bronze brauchen wir, habe in deinem Zoo mindestens 1150 Gäste. Für 3 Monate. Interessante Tiere ziehen wir Gäste an, das wissen wir ja. Und habe keine Aktivisten. Und dann müssen wir später einen Grizzlybären aufnehmen. Dann insgesamt 14 Tierarten halten. Ja gut, ja, ist ja gut. Ich habe da auf Stopp gemacht. Und später noch einen Tiger aufnehmen. Und okay, ja, gut.
Wir werden uns jetzt erstmal in diesem Zoo umsehen. Ich muss gestehen, schick ist er jetzt nicht, ne? Also es ist wahrscheinlich extra so gemacht wegen der Kampagne und so weiter, aber schick ist er nicht. Müssen wir einfach so sagen, wie es ist. What the heck? Hier oben ist auch ein Weg gebaut. Ach so, das soll dann hier hochführen. Okay, ich denke mal, wir werden uns gleich einmal umsehen. Kein erreichbarer Mitarbeitergebäude, keine Mitarbeitergebäude. Ja, lass mich doch mal eben. Brauchst eine Werkstatt. Und dein Zoo verfügt über keinen Sicherheitsdienst. Na gut, das können wir ja schnell ändern. Dann ist das schon mal. Ich muss erstmal schauen, wie das überhaupt der Bereich absenken. Eingangsbereich, Inselrandbereich. Aber die haben überall keinen Mitarbeiterraum drin. Das ist jetzt das. Grün ist es, ne? Dann packe ich die mal dazu. Aber ich glaube, doch, jetzt ist ein Mitarbeiterraum drin. Das ist gut. Dann gehe ich mal auch in den zweiten Bereich. Das ist hier der. Den können wir noch mit reinpacken. Opala, das wollte ich nicht. Oh, und das packen wir auch noch mit rein. Wo steht der denn? Ach, da drinnen. Okay. Ach, der steht auf dem Dach. Gut. Und dann haben wir hinten noch einen Bereich. Der hat aber auch noch keinen Mitarbeiterraum. Trotzdem. Da machen wir das noch mit rein und auch das hier unten. So nämlich. Die haben aber auch hier beide keine Mitarbeiterräume. Was bedeutet, wir werden uns erstmal darum kümmern, dass es hier einen Mitarbeiterraum gibt. Hier in der Area hier irgendwie. Es ist so zugestopft halt auch, ne? Bis hier vorne können die Menschen ja auch gehen. Und hier ist ja einfach gar kein Platz für den Mitarbeiterraum, ne? Hier ist ja halt auch nichts. Hier ist ja nur die Quarantäne. Richtig komisch eingerichtet. Ach so, warte mal. Oh, und hier unten ist ja auch noch etwas. Das muss auch noch gleich da hinten rein. Aber das hier sind auch alles nur Vivarien und keine Mitarbeiterräume, ne? Okay, interessant. Okay, hier, das muss ich auf jeden Fall erstmal mit reinnehmen wieder. Upsi. Ich könnte die natürlich auch alle auf einen Mitarbeiterraum packen, was natürlich totaler Schwachsinn wäre. Hi Maya, was geht? Wo haben wir denn Vivarien? Hier ist ein Vivarium. Die arme Schlange. Die muss hier mit zu wenig Luftfeuchtigkeit leben. Achso, dafür muss ich das aber trotzdem mal eben anmachen. Okay, fantastisch. Dann machen wir auch direkt einmal hier das rein mit der Population. Ja, okay, das haben wir schon mal. So, jetzt wollte ich anfangen und dann erstmal mir jedes Gehege nach und nach anschauen. Kann diese Warnung mal weggehen? Ja, ich habe das doch mitgekriegt. Okay, warte, ich muss sie mal eben löschen, damit ich hier erstmal nach und nach einen Grund reinbekomme. Die Schweine. So, alles muss raus hier. So, okay, also. Hallo? Giraffe. Wie geht es uns heute und wie geht es uns so grundsätzlich? Ihr seid zu zweit und ihr habt genug Platz. Das ist nett. Ihr könntet auch ein bisschen irgendwas gebrauchen. Keine Ahnung. Ein bisschen Lebensqualität. Futtersachen. Kann ich das schon machen? Das ist die andere Frage. Das sind die Netzgiraffen. Netzgiraffen. Na, guck mal, Futterkäfig. Das hat er auch schon hier, haben die auch schon hier stehen. Wie waren das? Die Lebenserhalt. Achso, das sind nur die beiden. Das heißt, wir müssen die weiter erstmal erforschen. Wahrscheinlich ist hier noch gar nichts erforscht. Und hier ist auch noch eine Werkstatt. Wir brauchen eine Werkstatt, damit wir irgendwas erforschen können. Und wir haben auch nur einen Tierarzt. Heiliger Strohsack.
Warte mal. Kann es sein, dass wir von grundsätzlich zu wenig Mitarbeiter haben? Tierpfleger, Tierarzt einen. Tierpfleger sind auch überfordert. Die anderen hier in der Mitte gehen. Okay, ich brauche ein Tier. Ich brauche Tierpfleger und vor allem Tierärzte. Eins, zwei, drei, vier. Wir machen direkt fünf rein, ist mir egal. Tierpfleger, machen wir noch zwei erstmal. So. So, eigentlich müsste ich das jetzt laufen lassen, damit die erforschen nebenbei, was natürlich echt anstrengend ist. So, ihr dürft das hier schon mal erforschen und ich weiß auch nicht. Die ist erforscht, das ist ja schon mal was, was wir hier alles haben. Wir haben ja alles Mögliche hier. Du machst noch die Elefanten. Okay. Gut, aber sonst geht es ja euch gut. Ihr kommt auch nirgendwo raus, ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu schauen. Man weiß ja nie, was die hier so bauen, wenn man ein bisschen triggert. Okay, das sieht gut aus. Futterbeschäftigung bekommt ihr. Ich finde sogar das Giraffenhaus echt schön gemacht. Mit Abgrenzung zu den Zebras. Das ist echt süß. Dann haben wir. Ich höre hier irgendwo schon wieder die Aktivisten rumpöbeln. Ups, das wollte ich gar nicht. Ach so, ich war auch falsch. Okay. So, dann gehen wir aber weiter. Hier geht es noch nicht weiter. Was soll das? Tierpfleger zugewiesen dringend. Okay, wir sind jetzt hier bei den. Hör mal auf hier. Bei den Zebras. Die Zebras haben ein Winzlingsgehege. Und was liegt hier noch drin? Der Nyala. Aber alleine auch. Warum? Nyala. Sind die. Ich weiß nicht, wie gesellig die sind. Ich glaube, die sind aber eigentlich gesellig. Nyala. Müssen wir uns mal ganz kurz angucken. Ah, ne, ein Männchen ist okay. Für den Anfang. Ah, okay. Können aber nichts. Ich hätte die jetzt sonst zusammen. Aber das ist ja nur das hier an Zebragehegen oder was? Es geht ja gar nicht. Dann haben wir hier. Oh, ist das hässlich. Das ist ja so hässlich. Und die Leute können auch gar nicht reingucken, außer hier. Was ist das denn für eine Logik? Bitte, Leute, das geht nicht. Da muss doch Glas rein. Noch nicht erforscht. Ja, okay, ich verstehe. Aber trotzdem müsst ihr da was sehen können. Mit ihr ein bisschen Spaß an den Tierchen habt. Genauso wie hier auf der Seite auch, würde ich sagen. Wenigstens ein Fenster würde ich jetzt mal machen. Das kann man ja später immer noch ausbauen. Dass wir nur einmal diese Straßenlaternen. Ich wusste gar nicht, dass es so richtige Straßenlaternen gibt. Einmal so drehen. So. Okay, ihr armen Affen. Die haben keine Klettermöglichkeiten, das finden die doof. Was finden die denn am sozialen Kram doof? Die haben keinen Platz. Die haben keinen Platz. Was ist hier daneben? Die brauchen nicht so viel, soweit ich weiß, ne? Die haben ein bisschen zu viel. Das heißt, ich kann das vielleicht. Vielleicht kann ich das umbauen. Irgendwie. Eieiei. Ich weiß natürlich nicht, wie groß das ist, was sie brauchen, aber vielleicht kann ich hier so einen Strich. Vielleicht kann ich hier was durchziehen. So. Okay. Die haben alles außer einen Unterstand. Das können wir dann noch immer noch mal machen. Dann haben wir hier diese süßen Turtles. Hallo. Oh, was mir gerade einfällt, ist auf jeden Fall, dass wir ein Vivarium-Dings brauchen. Was haben wir denn da nochmal? Hier. Gelbe Anaconda, wir brauchen eine zweite. Wir haben nämlich nur eine. Ein Männchen. Nur ein Männchen und das ist irgendwie traurig. Wir brauchen ein Weibchen. Ups.
Ups. Gelbe Anaconda. Ein Albino-Weibchen. Das wird auch die Zuschauer mehr finden die toll. So. Jetzt packen wir direkt in das Vivarium, was hier steht. Und dann macht ihr ganz viele Babys und werdet die für Arterhaltungspunkte bitte verkaufen. Okay? Danke. Egal, ich nehme einfach trotzdem den Riesenbockkäfer wieder. Den gibt es aber gerade einfach nicht. Also werde ich irgendwas mit einer hohen Attraktivität reinsetzen. Und das wäre in dem Falle diese östliche Braunschlange, die nicht braun ist. Plus ein Weibchen. Hier. Die zwei dürfen jetzt hier einziehen. Sehr gut. Dann werden wir jetzt einmal hier unten nachschauen, was hier los ist. Denn da stehen auch immer noch die Demonstranten rum. Diese da. Die wollen wir natürlich nicht. Was ist denn hier drin? Eins, was kein Wohlbefinden hat. Ein armes Tier. Was viel zu wenig Platz hat. Es hat alleine schon viel zu wenig Platz. Ach du heiliger Strohsack, das müssen wir wegpacken. Oder? Das müssen wir wegpacken. Das Arme. Das müssen wir, weiß ich auch nicht, verkaufen oder so. Können wir das freilassen? Ja. Ja, nee, das geht nicht. Da können wir das nicht reinpacken. Da müssen wir irgendwas anderes dafür reinpacken. Aber es gibt eine Höhle, das ist cool. Und die Warzenschweine haben an sich ja genug Platz, oder? Ja, die haben genug Platz. Aber die muss ich erstmal anpassen. Das Ding würde ich nach hier vorne stellen, wenn es geht. Geht's nicht. Jetzt hätte ich da noch einen Rückzugsort hingemacht später. Naja, gut. Dann, ja. Der Elefant wird einsam sein. Soziale Gruppe. Sehr viel Gelände. Sehr, sehr viel Gelände. Stabiler Rückzugsort passt auch. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen die zusammen sein müssen. Drei. Was bist du? Ein Weibchen. Also ein Männchen und ein Weibchen brauchen wir definitiv noch. Ach du heiliger Bimban, das haben die ja richtig fies gemacht. Du kannst sie nur kaufen mit Arterhaltungspunkten. Ach du heiliger Strohsack, das heißt, ich muss erstmal alles andere anpassen und dann hoffen, dass sie erstmal so cool ist mit allem. Scheiße. Da planscht sie, ne? Das ist süß. Ja, ich versuche das mal. Ist ja auch ein ganz tolles Highlight dann für die Besucher eigentlich. Warte mal, kann ich da irgendwas von den Gehege-Klettersachen nehmen? Uff, das Windspiel. Ui. Ein Windspiel für die Warzenschweine. So. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich so auf. Ich habe mit Brücken noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht. Aber ich dachte, das wäre eine feine Idee. Zack, zack. Und was sagt unser Schwein? Dass er da immer noch raus kann. Kann der hier vielleicht drüber springen? Kann das sein, dass der hier rüber springen kann und das hier oben gar kein Problem war? Das wäre natürlich auch super gewesen. Aber gut. Kann natürlich sein. Upsa. Das noch mit. Machen wir das einfach mal höher wieder. Zack. Kann Mr. Schweini dann immer noch aussteigen? Kann ja nicht sein. Achso, warte mal. Nee, kann er nicht. Oh, dann hätten wir uns vielleicht das Glas auch sparen können. Okay, jetzt will ich es gerne mal ohne Glas ausprobieren.
Ob es dann trotzdem funktioniert. Er kann auch ohne Glas. Jetzt habe ich wieder einen abgerackert mit dem blöden Glas. Dann können wir das Glas einfach wieder komplett löschen. Ich habe nicht gecheckt, dass hier unten die Barriere zu weit unten ist. Ja, moin, auch an der Stelle. Guck, wie cool das ist. Dann können die da drüber laufen. Jetzt haben sie ganz viel Platz plus einen Unterstand. Und ich finde, wir müssen hinten noch das einmal angleichen. Vom Boden her. Aber ich bin jetzt schon fast 3 Stunden dran. Ich würde sagen, wir haben das jetzt erstmal ganz gut wieder in Stand gebracht, den Zoo. Und ja, ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Und ja, wenn ihr das auf YouTube seht, lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Oder kommt auch mal live vorbei auf Twitch, so wie jetzt gerade. Und ja, ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.